Schottland ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Immerhin ist Deutschland das Besucherland Nummer 2 nach den USA. Natur und Erholung bietet unter anderem die bekannte, grüne und fruchtbare Region Speyside im Norden Schottlands. Benannt ist sie nach dem Fluss Spey. Die Region bildet auch das Herz der schottischen Whiskyproduktion. Hier stehen viele bekannte Brennereien, zum Beispiel die von Glen Grant. Die 1840 gegründete Destillerie mit ihrem viktorianischen Garten steht in dem kleinen Ort Rothes. Hier kennt sich einer besonders mit Single Malts aus, Master Distiller Dennis Malcolm, der sogar auf dem Gelände der Destillerie geboren wurde. Seit mehr als 50 Jahren brennt er Whisky. Sein ganz persönlicher Favorit, der Major's Reserve. The first thing to do is look at the color. It's a bright golden color. On the nose, it's slightly dry and sharp because it's strong. And on the taste, quite strong, but it's fruity, creamy. In der Speyside werden besonders komplexe und elegante Single Malt Whiskys komponiert. Die Reifung in den Eichenfässern folgt ganz bestimmten Gesetzen. Ohne sie würde der Single Malt nicht seine goldene Farbe, seinen einzigartigen Geschmack erhalten. Um herauszufinden, wie voll die Fässer sind, wird auf das Holz geklopft. Der Klang verrät den Füllstand, genau wie schon vor 100 Jahren. Schottland, das ist Tradition und Fortschritt. Und abseits der Großstädte Edinburgh und Glasgow vor allem eine faszinierende Landschaft mit vielen Orten der Ruhe und Entspannung.